Zum einen möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone ausgeschaltet zu lassen, solange die Vorträge laufen. Und Sie haben bei der Anmeldung ja auch gelesen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen, damit wir sie nachher als Video auf unserer Webseite zur Verfügung stellen können. Ja, es steht ja ein ganz spannendes Thema heute auf unserer Tagesordnung. Es geht um den Fischotter in der holsteinischen Schweiz. Und damit sich der Otter in dieser Region auch richtig wohlfühlt, dafür sorgen die Partner vom Verein Wasserotter Mensch seit nunmehr 20 Jahren. Und deshalb möchte ich im Namen des Global Nature Fund und auch des Netzwerks Lebendige Seen Deutschland, dem Verein Wasserotter Mensch und auch den vielen Helfern und engagierten Naturschützern im Hintergrund ganz herzlich zum 20-jährigen Jubiläum gratulieren. Und ja, wir sind sehr froh, eine so engagierte und aktive Organisation als Mitglied in unserem Netzwerk Lebendige Seen Deutschland dabei zu haben. Und ja, unser Programm ist sehr gepackt, deshalb möchte ich jetzt auch gleich an den Carsten Burggraf weitergeben von der Integrierten Station Holsteinische Schweiz, der heute unser Moderator ist. Und die Integrierte Station Holsteinische Schweiz ist unser zweiter Partner neben Wasserotter Mensch, die die Region der Holsteinischen Schweiz für uns im Netzwerk Lebendige Seen Deutschland vertreten. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Bettina. Und herzlich willkommen allen Teilnehmern auch von mir im Namen des Vereins Wasserotter Mensch und der Integrierten Station Holsteinischen Schweiz. Bettina hat mich ja eben schon nett vorgestellt. Ich hoffe, Sie haben sich alle schön mit Kaffee und Tee versorgt für unser Seminar. Wir hätten Sie heute gerne dazu eingeladen, aber aus bekannten Gründen ist das eben leider nicht möglich. Ich würde vorschlagen, dass wir dringende Fragen nach den einzelnen Vorträgen bearbeiten können. Alles, was in das große Ganze gehört, würde ich gerne auf später in die Diskussion schieben. Und falls Sie sich die Fragen nicht so lange bemerken wollen, haben Sie auch die Möglichkeit, die in den Chat zu stellen. Der wird von Bettina parallel mitgelesen, sodass wir uns dann also keine Frage verloren geht und wir die dann im Anschluss in der Diskussion behandeln können. Ja, die Seen der Holsteinischen Schweiz wurden in diesem und im letzten Jahr von dem Netzwerk Lebendige Seen zu den Seen des Jahres 2020-2021 gekürt. Und aus diesem Anlass richten wir eben gemeinsam in diesem Jahr eine fünfteiliges Online-Seminarreihe aus. Heute wollen wir uns zwei Besonderheiten widmen. Zum einen dem 20-jährigen Vereinsjubiläum von Wasserotter Mensch und dem Fischotter im Speziellen. Das ist ja unser Schutztier, dem sich der Verein verschrieben hat seit 20 Jahren. Und der Fischotter wurde ja in diesem Jahr von der Deutschen Wildtierstiftung zum Tier des Jahres gekürt. Wir fanden, das ist ein guter Grund dafür, einmal Revue passieren zu lassen und auf 20 Jahre Wasserotter Mensch zurückzublicken, auf 20 Jahre Fischotterschutz und natürlich auch die aktuelle Entwicklung des Fischotters in diesem Online-Seminar Aufmerksamkeit zu schenken. Ich übergebe nun an unsere erste Vorsitzende des Vereins Wasserotter Mensch, die übrigens heute auch selber ein eigenes Jubiläum feiert, denn sie ist unsere Vorsitzende der ersten Stunde. Insofern auch dir, Hanna, alles Gute zu 20 Jahre Vorsitz im Wasserotter Mensch Verein. Ich übergebe dir das Wort. Vielen Dank. Ja, ich starte mal gleich meine Bildschirmpräsentation. Teilen. Okay, ist das jetzt? Nee. Wir Das hat können es natürlich sehen. wieder nicht geklappt. Nee, ich Doch, kann wir aber. können es sehen. Ist alles gut, wir können es Nee, sehen. aber ich kann es nicht bewegen. Warten Sie mal. Da Mit der ist es. Pfeiltaste runter. Nee, tut sich nichts. Ups, jetzt glaube ich. Moment. Nee. Oh, ich hasse Doch, es. jetzt ging es. Was? Nee, geht nicht. Warum? Ah, Moment. Neue Freigabe vielleicht. Das ist doch immer im. Also eben gerade hatte es funktioniert, dass es weitergeschaltet hat.
Jetzt können wir es sehen. Okay. Ja. Ja, Entschuldigung, dass das ein bisschen schwierig war, aber jetzt habe ich den schlimmsten Part auch geschafft. Ich bin nicht so technisch affin, deshalb das stand mir am meisten bevor. Ich hoffe, dass mich alle hören können und dass das jetzt auch klappt und möchte an dieser Stelle auch nochmal erstmal mich schon mal für die Glückwünsche bedanken und zu unserem Jubiläum und dann auch noch alle Teilnehmer hier willkommen heißen und muss das schon mal ein bisschen korrigieren. Es sind nicht 20 Jahre, es sind ja mittlerweile 21,5 Jahre, um mal ganz penibel zu sein. Denn der Verein ist 99 gegründet und wir wollten 2020, hatten wir auch schon eingeladen zu einer mir wesentlich sympathischeren Präsenzveranstaltung, aber dann kam Corona dazwischen und heute machen wir das eben hier als Online-Veranstaltung. Herzlichen Dank dem GNF auch nochmal für die Möglichkeit. Und ja, ich werde jetzt, habe den Job, in 15 Minuten zu erzählen, was wir in 21,5 Jahren so gemacht haben. Das ist ganz anspruchsvoll. Ich werde mich darauf beschränken, den Verein vorzustellen und was wir gemacht haben. Über den Fischotter selbst sage ich nichts und auch zur Verbreitung, da kommt dann ja im Anschluss Arne Dreves, der dann eben was erzählt über den Fischotter in Schleswig-Holstein, wie sich das entwickelt hat. Ja. Der Verein Wasserotter Mensch, gegründet 1999, also Dezember 99. Im Prinzip hat es zwei Initiatoren gegeben. Das war Gerd Schumacher aus Radland-Sichten und Dr. Vielbeck aus Plön, die die Idee hatten, eben Fischotterschutz, die Nutzer der Gewässer zum Fischotterschutz, für den Fischotterschutz zu begeistern. Und Ziel des Vereins sollte es sein, eben die Wiederbesiedlung der schleswig-holsteinischen Gewässer mit dem Fischotter. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt 99, es gab wenig Zahlen über den Fischotter. Also er ist da bis dahin nicht so systematisch untersucht worden und galt ja, so in den 80er Jahren galt er als ausgestorben. Und man, gerade im Bereich Plöner See, das war uns auch bekannt, es hat immer so einzelne Inseln gegeben, wo der Fischotter noch vorkam, aber im Prinzip sehr, sehr selten in Schleswig-Holstein. Und das war der Ausgangspunkt und unser Ziel war es im Prinzip, ihn wieder in ganz Schleswig-Holstein an die Gewässer zu holen. Da, wie weit das gelungen ist, das sehen wir ja nachher. Ja, und angesprochen waren eben, wie ich sagte, die sogenannten Nutzer, eben Interessen- und Berufsverbände aus den Bereichen Jagd, Forstwirtschaft, Fischerei und Landwirtschaft, Wasser- und Bodenverbände, Naturschutz- und Angelvereine und Naturpark Holsteinische Schweiz ist auch seit einigen Jahren Mitglied bei uns und natürlich einige, also grundsätzlich haben wir eigentlich nur Vereine, Verbände als Mitglieder, aber im Otterschutz engagierte Einzelpersonen sind bei uns auch Mitglied. Und ja, sodass wir hier rechts aufgestellt, das trage ich jetzt nicht alles vor, das sind unsere Mitgliedsvereine, Verbände. Und Carsten hat das auch schon angesprochen. Wir haben also eine große Kontinuität. Wir haben 20 Mitglieder und das ist ein bisschen mehr geworden. Ein bisschen Bewegung hat es gegeben, aber im Prinzip sind das eben die Mitglieder. Sie werden feststellen, wir sind zwar für ganz Schleswig-Holstein, aber unser Schwerpunkt liegt im östlichen Hügelland. Und vielleicht noch zu erwähnen, Carsten hatte gesagt, ich bin seit 99 im Vorstand. Das gilt auch für Henrik Estorf von der Kreisjägerschaft Plön und Sabine Schwarten von der Landesverband der Binnenfischer und Teichwirte. Also wir sind seit 99 dabei. Das zeigt ja auch schon, spricht für die Kontinuität. Ja, hier einmal kurz dargestellt, was machen wir eigentlich? Da komme ich jetzt in den nächsten Folien, gehe ich da im Einzelnen noch drauf ein. Ganz wichtiger Punkt, das Otter-Monitoring. Und da muss ich eben nochmal, er ist zwar inzwischen, hat er sich in den Forst zurückgezogen, aber unser Fischotter-Experte Steffen Behl aus Mecklenburg-Vorpommern, der uns hier für den Start ganz groß unterstützt hat. Und wir konnten den eben damals gewinnen, für uns auch die Monitoring, die Verbreitungserhebung zu machen. Wir haben in den Jahren 2003 bis 2012 im Prinzip jedes Jahr eine landesweite Verbreitungserhebung
gemacht, nachher zweijährig, weil auch das Gebiet aufgrund der fortschreitenden Besiedlung immer größer wurde. Und damit haben wir eine fantastische Dokumentation, wie sich der Otter langsam vorgearbeitet hat in Schleswig-Holstein. Wir haben natürlich auch bei den ISOS-Kartierungen mitgewirkt, 2016 das selbst über Wasserottermensch durchgeführt und 2022 steht ja die nächste ISOS-Kartierung an, die wird übers Wildtierkataster laufen, werden wir aber auch wieder mitwirken und da sind wir auf die Ergebnisse schon sehr gespannt und hoffen, dass das gut aussieht. Ja, was wir sonst noch auch mit Steffen Biel gemacht haben, wir haben Schleswig-Holstein in sogenannte Projektgebiete eingeteilt und in den Jahren 2000 bis 2006 für jedes Gebiet eben eine sogenannte Störstellenkartierung machen lassen. Das heißt, Steffen Biel ist die relevanten Gewässer abgelaufen, hat sie untersucht auf die Eignung als Otterlebensraum, hat Defizite, Störstellen aufgelistet und benannt und Lösungsvorschläge erarbeitet und letztendlich eine Prioritätenliste erstellt und das ist eben für uns heute noch eine gute Grundlage. Hier muss man sich vielleicht für hinterher nochmal für später merken, haben wir eben eine Störstelle, die schon im Jahr 2000 von Steffen kartiert worden ist, die B76, der Straßendamm zwischen Heidensee und Surasee, wo wir dann auch unsere erste Querungshilfe gebaut haben. Ja, ein auch wichtiges, also man muss ja sagen, als wir 99 anfingen, also ich kann für mich sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was der Fischotter eigentlich für Lebensansprüche hat und so weiter. Und da hatten wir eben Steffen Biel, der uns eben viel Wissen über den Fischotter vermittelt hat. Und legendär sind eigentlich die Spurensucherseminare, wo er uns eben dann auch geschult hat, wo man gucken muss, wenn man Otterlosung oder Trittsiegel finden will und dann eben auch ja, das Klassische in die Hand nehmen und Nase reinhalten und sagen, oh ja, Otter, das ist ja immer noch das großartige Ergebnis, was viele nicht nachvollziehen können. Aber da hat uns, also kann ich für mich persönlich sagen, Steffen wirklich beigebracht, da am Gewässer alle Sinne einzusetzen und dann eben auch die Otterspuren zu finden. Ja, also Trittsiegel und Losung sind ja die indirekten Nachweise. Die traurigsten, aber eindeutigsten sind die Todfunde. Die werden mit zunehmender Zahl von Ottern wird natürlich auch mehr überfahren. Wir haben eigentlich von Anfang an, dadurch, dass wir gut vernetzt sind mit der Jägerschaft, hat das mit den Meldungen immer recht gut geklappt, sodass im Prinzip das heute so organisiert ist, die Körper werden geborgen, eben sie als jagdbares Tier gehören sie ja dem Jagdberechtigten und sie werden geborgen, sie werden dann abgeholt und der Wissenschaft zugeführt. Das war vorher noch so, dass wir die dann erstmal irgendwie in eine Gefriertruhe gepackt haben. Auch bei mir zu Hause ist schon ein toter Otter drin gewesen, um sie dann damals noch bei der Christian-Albrechts-Universität Ökologiezentrum hinzubringen, dass sie da weiter untersucht werden. Heute geht das alles viel schneller, weil Simon Rohner wird dann nachher ja einiges zu erzählen, sie frisch sein müssen. Insofern ist da auch eben hier auf dem Foto rechts Jens Redfisch und eine Öffi Jöttlerin, ich glaube, das ist Juna, die eben hier zwei überfahrene Otter bei Eutin an der L184, da geht eben der Ablauf vom Plenzauer See verrohrt unter der Straße durch und da sind leider zwei Otter gleichzeitig überfahren worden, die dann geborgen werden und dann eben direkt eben zu Simon Rohner geschafft werden oder die holen sie ab. Auf jeden Fall ist das sehr gut organisiert. Was auch organisiert wird, gut organisiert ist, ist eben die Vernetzung mit Arne Drews im Landesamt, der ja seit 99, ich weiß nicht, Arne, wie lange du eigentlich dabei bist, auf jeden Fall seit ich dabei bin, bist du dabei, der landesweit die Fundortverwaltung übernimmt, sozusagen die Statistik. Und ich glaube mittlerweile, weil Arne ist ja auch begeisterter Otterschützer und wo immer er dienstlich am Gewässer ist, guckt er. Ich glaube, du bist inzwischen auch der Kartierer mit den meisten Punkten, wenn man das so sagen kann. Das ist natürlich auch super, dass da alles zentral zusammenläuft und wir damit eine sehr gute Dokumentation auch haben. Ja, Schutz,
Schutzmaßnahmen für den Fischotter. Mal hier übersichtlich, ich glaube Hinweisschilder, da will ich gar nicht viel zu sagen. Otterbärm haben wir eigentlich viele verschiedene Sachen gemacht. Zeige ich ein bisschen was noch dazu, zu den Maßnahmen am Gewässer, Renaturierungsmaßnahmen, also Lebensraumaufwertung. Da denke ich, wird von Herrn Kuberski nachher was zu kommen, da sage ich auch nicht zu, und ein bisschen sage ich noch zu den Reusengittern. Hier also Otterbärme, einmal an der Schwarte, an der Kurau, wann immer wir eben mitkriegen, dass ein Durchlass erneuert, eine Brücke erneuert wird, fordern wir eben die Otterbärme. Mittlerweile ist das schon Selbstgänger im Prinzip. Und wir beraten auch, wie sie denn anzulegen ist. Und wenn es problematisch ist, besorgen wir auch Fördermittel, dass im Prinzip heute jeder Straßendurchlass sollte dann eben ottergerecht sein, dass der Otter da unter durchlaufen kann. Es gibt auch die Möglichkeiten mit der Schwimmbärme, haben wir hier im Plön, funktioniert auch, ist aber eben sehr unterhaltungsaufwendig. Und rechts im Bild dann nochmal die Luxusvariante, das haben wir auf der B430 Engelau eingebaut. Das war so ein Fertig-Betonprofil mit Bärme, aber das musste natürlich unter Vollsperrung nachts eingebaut werden. Das waren so Fertigelemente, die auf dem Tieflader angeliefert wurden. Aber auch das funktioniert. Ja, unser erstes großes Projekt Otterquerungshilfe, das war eben der Ottertunnel Bösdorf. Wenn Sie sich erinnern an das Bild, was ich bei der Störstellenkartierung gezeigt habe, das ist eben der Straßendamm der B76 zwischen Surasee und Heidensee. Da waren innerhalb von einem halben Jahr 2 Otter überfahren worden und dann war klar, da muss was passieren. Und dann sind wir noch, weil wir keine Ahnung hatten, wie das eigentlich aussieht, sind wir noch in Biosphärenreservat zu Herrn Butzek ins Spreewald gefahren und haben uns da mal informiert, wie man eigentlich Querungshilfen, was da eigentlich zu beachten ist. Und hier ist es eben ein Stahlrohr, 80 cm, das wurde durchgepresst und Substrat reingefüllt, Leitzäunung gesetzt und innerhalb kürzester Zeit war es angenommen, eben nicht nur vom Fischotter, sondern von vielen Lebewesen, die da eben gefahrlos jetzt die vielbefahrene B76 unterqueren konnten. Das war schon großartiger Erfolg. Auch hier schon LIDA-Plus-Mittel sind da reingegangen, zusammen mit der Gemeinde Bösdorf als Träger. Ersatzgelder vom Kreis Plön sind reingegangen. Also es war schon ein tolles Gemeinschaftsprojekt. Ja, dann komme ich zu den Ottergittern. Auch da haben wir zu Anfang eben diese Prototypen, die Sie links sehen, entwickelt. Und dann wurden die in Hankensbüttel im Otterzentrum am Fischotter erprobt und bei Sabine Schwarten im Eutiner See auf die Fischeignung. Und letztendlich sind wir bei dieser Rautenöffnung gelandet, die eben, da kommt der Otter nicht durch und es kommen aber noch relativ hochrückige Fische durch. Also die haben in der 8 cm Breite Öffnung. Und diese Gitter werden auch heute noch in unserem Auftrag hergestellt und wir verteilen sie kostenlos an Reusenfischer. Ja, Beratung also eine Otterbiotopanlage oder auch sonst ist natürlich gehört immer dazu. Und was eben besonders wichtig ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung. Wir sind präsent auf Veranstaltungen mit unserem Otterstand, informieren über den Otter. Wir machen hier Carsten mit Kindergarten, unten Henrik, das macht die Kreisjägerschaft Plön. Mit dem Otter auf der Spur, also mit Kanus im Gelände, eben auf der Schwentine oder auf den Seen, den Lebensraum vermitteln oder eben auch hier spielerisch, so leben die Fischotter. Das ist ein Mitmachbuch für Kinder, was wir kostenlos verteilen. Und da geht es eben darum, die Menschen zu sensibilisieren für die Lebensraumansprüche des Fischotters und das Wissen zu vermitteln und eben mit den Kindern eben auch die Schützer von morgen heranzuziehen sozusagen. Ja, eine große Zeit war auch, sage ich mal, von 2002 bis 2010 war Wasserotter Mensch Mitglied in der lokalen Aktionsgruppe Schwentine-Holsteinische Schweiz, also LIDA Plus, und haben in dieser Zeit auch sehr viele Veranstaltungen
durchgeführt zu alles Themen des ländlichen Raumes. Die will ich jetzt gar nicht alle benennen. Wir hatten da immer professionelle Unterstützung vom NOVA-Institut in Person von Arno Todd. Und muss ich sagen, das hat uns auch viele Impulse gegeben. Jemanden extern, also da mal über den Tellerrand zu gucken, hat sich eigentlich immer bewährt. Denn ja, wir sind ja ein bisschen schläfrig Holstein, also hängen immer ein bisschen hinterher. Und manchmal kann man ja auch gut was aus anderen Bundesländern lernen. Und wie gesagt, da hat Arno uns sehr unterstützt. Und eben dieses Engagement in Natura 2000, ich denke, das hat dann auch Früchte getragen. Das war 2005. 2008 kamen dann ja die lokalen Aktionen. Das Land hat ja dann eben zur Umsetzung von Natura 2000 als regionale Netzwerke die lokalen Aktionen eingerichtet. Und hier die Nummer 4, das ist die lokale Aktion Schwartau-Schwentine. Da ist 2008 Wasser-Otter-Mensch Träger geworden. Und wir konnten dann im Mai 2008 Carsten Burggraf als Geschäftsführer einstellen. Dann kam später Sabrina Scheidweiler dazu als zweite Kraft, die dann aber von Lea Pietsch irgendwann abgelöst worden ist. Und 2017 war dann das Ende. Da haben wir als Verein gesagt, da sollte noch eine dritte Person eingestellt werden. Da haben wir gesagt, Leute, wir sind ein kleiner Verein, 20 Mitglieder. Was wir sicher haben, sind die 100 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr, also 2000 Euro. Wir können da nicht drei Personen anstellen. Und das passte dann auch ganz gut mit den Intentionen des Landes. Dann wurde nämlich ja, 2017 hat sich die lokale Aktion gemausert zur integrierten Station Holsteinische Schweiz. Der Sitz ist weiter Robert Schade, Straße in Eutin. Carsten und Lea wurden auch übernommen. Es ist dann als dritter Mitarbeiter noch Jens Redwisch dazugekommen. Alle drei sind auch Mitglieder im Wasserotter-Mensch-Verein, was sich ja logisch ergibt, weil eben jetzt der Fischotterschutz eben, ich erwähnte das Einsammeln der überfahrenen Otter, ganz viel wird über die integrierte Station koordiniert. Ja, und das ist eben so ein bisschen jetzt so ein Zentrum hier bei uns in Eutin, die integrierte Station, weiterhin die untere Forstbehörde. Unser Wasser-Otter-Mensch-Verein hat da seinen Sitz und die arbeitet auch zusammen mit dem Umwelthaus Neustadt vom BUND, teilen sich FEJler und neuerdings sitzt auch der Naturpark mit im Haus. Ja, dann kommen wir zum Netzwerk Lebendige Seen, GNF. Wir sind seit 5 Jahren Mitglied. Und die Seen der Holsteinischen Schweiz wurden ja 2021 ausgezeichnet als lebendige Seen des Jahres. Da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, wobei ich eben auch sagen muss, das ist natürlich nicht allein Wasserotter-Mensch. Wir spielen da nur eine sehr kleine Rolle im Schutz um die Seen. Da gibt es ganz viele Aktivisten und das ist eben eine Anerkennung für alle. Und stolz sind wir aber trotzdem, weil jetzt die Seen der Holsteinischen Schweiz sozusagen auf Augenhöhe mit dem Viktoriasee sind und das ist schon ein gutes Gefühl, sage ich mal. Ja, und dann haben wir auch neuerdings das Seenbeobachtungsprogramm, das ist 2019 zu uns gekommen. Das war vorher beim Kreis Plön angesiedelt und jetzt eben unter dem Dach von Wasser-Otter-Mensch, das ist Edith Reck mit und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich eben seit Jahren schon um die Qualität der Seen kümmern hier in der Holsteinischen Schweiz, die ein wahnsinns Datenmaterial zusammengesammelt haben. Und auch das ist für uns Fischotterschutz, denn die Qualität der Gewässer ist natürlich ganz entscheidend für den Fischotter. Ja, langsam. Ich habe noch kein Zeichen von Carsten gekriegt, dass ich überziehe. Also kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, und wollte jetzt am Ende nochmal unseren Förderern danken. Ich will die nicht einzeln vortragen. Hier sind sie mal aufgelistet. Ich möchte aber allen ganz herzlich danken für die langjährige Unterstützung. Und ich muss sagen, wir haben es als Verein, glaube ich, gar nicht so schwer gehabt, an Fördermittel zu kommen. Das liegt einmal daran, weil wir eben aus der Region für die Region was machen. Also das geht alles sehr direkt.
Und insofern sind wir gut vernetzt auch. Und was auch ganz wichtig ist, das möchte ich auch nochmal betonen, also bei uns ist es wirklich so, wir haben natürlich so gewisse Verwaltungskosten, aber ansonsten, hier bekommt niemand eine Aufwandsentschädigung oder irgendwelche finanziellen Anerkennungen, sondern hier geht eins zu eins, was wir an Geld organisieren können, geht in den Otterschutz. Und das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und ich möchte auch den vielen privaten Spendern, also gerade auf so Veranstaltungen, stecken denn die Kinder manchmal 2 Euro in die Box, die da steht, auch diese kleinen, kleinen Förderungen helfen uns und sind vor allen Dingen eine Anerkennung unserer Arbeit. Und deshalb allen Förderern an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Ja, und dann bin ich auch schon am Ende angekommen. Wer mehr wissen möchte, auf unserer Homepage www.wasserottermensch.de, die seit dem Wochenende auch wieder funktioniert, die hatte leider eine Fehlfunktion, da können Sie mehr erfahren. Ja, dann bin ich am Ende angekommen. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, will ich die gerne beantworten. Ja, vielen Dank, Hanna, für den tollen Vortrag und nochmal den Rückblick auf 20 Jahre Wasserottermensch. Gibt es dringende Fragen oder Ergänzungen, die wir jetzt unmittelbar behandeln wollen? Gut, ich sehe soweit keine wilden Handzeichen. Dann würde ich gleich den nächsten Vortrag ankündigen. Es geht hierbei um die Entwicklung des Fischotters in Schleswig-Holstein und den Vortrag übernimmt ja mein Kollege aus dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Arne Drews. Ja, vielen Dank. Ich versuche auch mal die Präsentation zu starten. Ich hoffe mal, dass das gleich klappt. Ich kann es ja nicht sehen. Seht ihr es? Carsten? Ja, wir können es sehen. Ah, prima, sehr gut. Ja, einmal schon von mir vielen, vielen Dank. Gerade, sag mal, dieses 20-jährige Bestehen des Vereins Wasserottermensch ist wirklich eine tolle Sache. Eine, ja, aus der Region, aus der Erfordernis geborene Initiative, sage ich jetzt mal, die ja bei aller Bescheidenheit, die Hanna ja auch nach vorne getragen hat und dem schmalen Budget doch deutschlandweit Beachtung findet und deutschlandweit eben auch auf irgendwelchen Projekten mitarbeitet und mitwirkt. Ich habe eine schwierige Aufgabe, ich muss ja parallel mal auf die Uhr gucken, 20 Minuten Zeit für 20 Jahre Wasserottermensch, das ist wirklich eine harte Nummer. Also ein bisschen was in die Historie will ich hineinblicken. Ein bisschen was wird sich wiederholen zu einem Vortrag, den ich letzten Freitag gehalten habe zum Fischotter. Aber etwas kommt auch dazu, was den Verein Wasserottermensch bedeutsam macht. Und das ist die Arbeit zwischen Menschen, die Arbeit mit Menschen, die das gute Miteinander, die verschiedenen Gruppierungen, sage ich jetzt mal, die gerade dabei zusammenkommen aus dem, sag ich mal, aus der Jägerschaft, dem Naturschutz, Fischerei, Landwirtschaft, Verkehrswegebau. Heute sind ja auch aus verschiedenen Gruppierungen Menschen da, die trotz aller Verschiedenheit miteinander reden können. Und der Verein Wasserottermensch ist da eigentlich immer die Brücke gewesen dieser langen Zeit, um auch diese verschiedenen Positionen zueinander zu bringen. Also ein bisschen was auch zu Menschen, zur Historie und einleitend auch Grußworte meiner Abteilungsleiterin Fischerei, Marina Rotermund aus dem LLUR. Vielen Dank und Glückwünschen auch für das, ja, den großen Erfolg des Projektes Wasserotter Mensch und Fischotter in Schleswig-Holstein. Ein bisschen was habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Die Historie des Fischotters ist tatsächlich mal eine intensiv bekämpfte Art gewesen. Und mittlerweile eine Art, für die wir bereits im Jahr 2001, also kurz nach Gründung eigentlich des Vereins Wasserottermensch, eine Fischotter-Artenschutzbroschüre erstellt haben. Nicht, dass sie, sag ich mal, sehr, sehr zielgerichtet irgendwelche Inhalte gezeigt hätte, was man wo ändern muss. Das hat Hanna viel besser gezeigt. Aber, sag ich mal, ein politisches und signalgebendes Umdenken, das ist mal eine Art ist, die wir schützen wollen. Aber wenn wir schützen, dann braucht man natürlich auch Menschen,
Hier mal Henrik und ich, als wir, ja, ich glaube vor 2 Jahren mittlerweile schon, oder war das vor einem Jahr? Vor einem Jahr war es erst zwei Fischotter, und dann hat Jens Redfisch noch einen dritten am nächsten Tag da eingefangen an der Ölmühle in Plön. Und die haben wir dann, oder habe ich dann abends noch in die Wildtierhilfe nach Viel gebracht, wo die auch gut aufgezogen werden konnten, die kleinen Fischotter. Auch das muss man ja tatsächlich mal sagen, die sind natürlich hinreißend, muss man einfach mal sagen, die kleinen Scheißerchen. Jetzt auch mal ein Dank an die Person, die im Hintergrund dann tatsächlich sich um solche Findelkinder kümmern. Die sind gut bei Dirk Fußbahn in Viel aufgezogen worden. Von mir aus noch an Dirk, falls er das sich nachher noch anguckt. Alle guten Genesungswünsche, hat nämlich einen schweren Schlaganfall gehabt. Die drei kleinen Fischotter haben es aber gut gemacht. Die waren ziemlich runter, als Hendrik und ich sie aufgegriffen haben, muss man wirklich sagen. Haben sich aber sehr gut gemacht. Das war schon ein paar Tage später, dass sie so ganz munter waren. Und die sind dann in der Geltinger Berg ausgewildert worden. Die sind alle mikrogechippt. Aber wir haben im Umfeld also keine Todfunde gehabt, markierter Tiere. Wir haben im Umfeld mittlerweile tote Fischotter auch an Straßen gefunden, aber nicht die von uns freigelassenen Tiere. Wasserotter Mensch, was wäre das Projekt Wasserotter Mensch ohne Hanna? Das muss man auch einfach mal sagen. Hanna stellt das nicht nach vorne, aber sie als Person hat da vieles, vieles bewegt, viele Menschen zueinander gebracht, die es vorher nicht geschafft hätten, irgendwas auf die Reihe zu kriegen, sage ich jetzt mal, weil es irgendwo Sand in Getriebe gab. Also Hannas Vorgänger beim Wasser- und Bodenverband Ostholstein war nicht gerade eine Person, die den Menschen zusammengeführt hat. Das war immer sehr schwierig. Gleiches galt auch für den ehemaligen Leiter der UNB Ostholstein. Dann kam der Turnover, Hanna kam dazu, Joachim Siebrecht kam bei der UNB dazu, und auf einmal gingen Sachen, die gar nicht gingen. Das erste große Projekt war der Dodauer See, wo alle Beteiligten sagten, ja, warum machen wir denn da nicht wieder einen See draus? Dass die Quelle der Schwartau wird über den nächsten Hügel gepumpt für ein unglaubliches Stromkosten. Und kaum, dass wir das irgendwie machten, ja Mensch, das müsste man doch mal machen, ging die Pumpe kaputt und Hanna sorgte dafür, dass da nie wieder eine eingebaut wurde. Und führte sozusagen diesen See, der mittlerweile ja bei Google Maps eben als der Dodauer See so ganz, ja, ganz selbstverständlich dargestellt wird und der ja auch so selbstverständlich in der Landschaft liegt. Muss man einfach mal sagen, als ob da immer schon See hingehört hätte. Den gibt es eben erst seit Wasserotter Mensch, muss man sagen. Ja, ein bisschen was abseits der Menschen, der wichtigen Menschen, die im Hintergrund eigentlich vieles bewegt haben. Eine Verbreitung des Fischotters, ein Rückblick in den 80er Jahren. Hanna hat das gesagt, die Art war faktisch weg bei uns, faktisch ausgestorben. Auf der rechten Seite mal eine Übersicht aller Funde 96 bis 2001, also Totfunde, Lebendfunde, alles, was wir so kartiert hatten. Auch da eher ein Signal, dass der Fischotter schlicht und einfach weg war. Ein paar Versprengselte an der Westküste, ein Überfahrener in Preetz und so weiter, sodass man nur sagen konnte, ja, es kommen welche an, das sind junge Männchen, die werden hier überfahren, und dann hatte sich das wieder, sodass wir damals eben noch von einer starken Gefährdung mindestens oder vom Aussterben bedroht ausgegangen sind. Wenn eine Art so gefährdet ist, darüber hat sich ja der Verein Wasserotter Mensch dann eben auch gegründet, müsste man eben auch mal nicht nur wieder am Dodauer See, sondern im erweiterten Bereich tatsächlich etwas machen. Zum Biotopverbund, aktiven Biotopverbund zu planen. Management Natura 2000, Hanna hat es gesagt, irgendetwas draußen ändern, sodass, sag ich mal, das nicht nur ein formelles, sondern ein wirkliches Willkommen heißen für die Art hier bei uns im Lande bedeutet. Und da kommt es dann eben auch wieder auf Menschen an, die miteinander tatsächlich Projekte vorantreiben. Hanna hatte das Bild schon gezeigt der B76, dem Ottertunnel. Und ich weiß noch, Henrik und ich waren da auch mal vor Ort und man konnte eigentlich gar nicht sehen, selbst wenn man am Abend vorher gehakt hat, den Sand, der dann in diesem Tunnel lag, was da an Mengen an Tieren durchgegangen ist. Und danach ist da nie wieder ein Fischotter überfahren worden. Das ist ja auch mal, muss es auch mal bemessen, was für Erfolge erweist sich da im Hintergrund.
Und wenn man dann mal weiter voranschreitende Daten sieht und gesagt hat, na ja, wo sollten wir aktiv werden, wo lenken wir das Augenmerk hin, dann durchaus, wie auf der linken Karte dort zu sehen, die roten Sterne sind überfahrene Fischotter, es sind die Biotopverbundachsen hier im Raum, die Schwentine, die Schwartau, die großen Seen, wo an den Querungen der Fließgewässer mit Straßen die Fischotter zu Tode kommen. Das war auch ein Hintergrund in Schleswig-Holstein zu sagen, zwischen Wirtschaftsminister und Umweltminister, wenn Brücken neu gebaut werden, dann bauen wir sie ottergerecht. Das ist auch sehr weitgehend gelebt worden, muss man wirklich sagen, von Seiten des Straßenbaus. Es hat so eine gewisse, man muss gewisse Hürden erstmal überschreiten, dass man tatsächlich einfach mal eine neue Brücke plant. Aber ich habe denen das immer verkauft und gesagt, wenn ihr eine neue Brücke baut, dann baut ihr sie nach neuen technischen Standards, nach einer stärkeren Auflastung für Lkw oder landwirtschaftlichen Verkehr. Und wenn ihr neue technische Standards ansetzt, dann müsst ihr natürlich auch neue Naturschutzstandards ansetzen. Ganz selbstverständlich. Und dann müsst ihr die eben auch mit Bärmen, mit Otterquerungsmöglichkeiten und so weiter einrichten. Das war ich also, ja, habe ich praktisch jeden Tag 5-mal gesagt oder so. Und irgendwann wurde das seltener und irgendwann haben nachher die Straßenbauer nur noch gefragt, ja, aber wie mache ich das? Kann ich das in diesem Fall auch mal anders machen? Manchmal ist es so wie jetzt an der B430 mit der Kossau als Querung, dass tatsächlich, wenn die Decke nur erneuert wird, sie sagen, na ja, die Fundamente lassen wir ja aber bestehen, wir greifen die Brücke gar nicht an, müssen wir denn trotzdem was machen? Da, sag ich mal, und dann ist da noch nie ein Fischotter überfahren worden. Dann gehen einem irgendwann so ein bisschen die Argumente aus. Aber sobald die Fundamente angegriffen werden, bauen sie die neu fischottergerecht. Überall. Auch bei Bahnstrecken. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Das geht Bereiche rein. Meine Kollegen von der Flurbereinigung hier im Bereich Dithmarschen, bei Wawa Ort, bei Simon um die Ecke. Auch da werden Brücken technisch aufgelastet. Auch da werden Querungsmöglichkeiten erzeugt. Das ist eigentlich auch selbstverständlich. Und wir haben neben Brandenburg eben diesen Biber- und Fischotterlass umgesetzt. Und dann kann man nur hoffen, dass über die Zeit tatsächlich das mit dem Fischotter eben auch in solchen Querungssituationen besser wird. Es geht so weit, dass einige UNB gesagt haben, ist uns vollkommen egal, wenn ihr dann an der L147 da Angst habt, dass das Fundament oder der Stahlbeton darunter leidet, dann weist uns das erstmal nach. Vorher reichen wir euch jetzt hier nicht die Hand für irgendwelche weiteren Baumaßnahmen. Und dann haben sie das einfach eingebaut. Da hat Norbert Knaack dann wirklich breite Schultern gemacht und gesagt, nö, dann, wenn ihr euch nicht flexibel zeigt, dann zeige ich mich auch nicht flexibel. Die Firma Arco in Neumünster zum Beispiel hat es geschafft, tatsächlich Standardprofile, die sie ja selber erzeugen für Tunneldurchlässe, gleich vor Ort mit Bärme anzuliefern. Einfach zu sagen, wir machen das Ding einfach ein bisschen breiter, machen ein zweites Rohr rein, schütten und spülen Sand einfach dahinter und haben dann schwupps die Bärme, die ihr haben wollt. Also auch da sind dann technische Möglichkeiten durchaus mal ein leichtes. Aber es liegt auch da an Mitarbeitern irgendwo, die einfach mal sagen, nö, ich will auch was ändern. Ich will auch, dass das hier weitergeht. Und es werden Brücken eben überall umgebaut. Tatsächlich im großen Stil. Nicht nur für den Fischotter, sondern auch für andere Arten. Ja, wenn man sieht, so Maßnahmen, die dann so starten, das mal ein Beispiel aus Preetz, der Durchfluss der alten Schwentine. Dort ist der erste Fischotter Schleswig-Holsteins nach langer, langer Zeit 1996 überfahren worden. In Preetz, direkt neben der Shell-Tankstelle, alte B76. Ich komme aus Preetz und das kann doch gar nicht angehen. Und da muss man doch was ändern. Das war nicht so ganz einfach. Herr Kuberski weiß das ja. Das ist ein wirklicher Aufriss gewesen, ein altes Mühlenfundament unter einer Bundesstraße. Das war alles nicht so ganz leicht. Hat lange gedauert. Hier mal die Baustelle, da wurde die alte Schwentine umgeleitet. Heute sieht das so aus, ich gehe regelmäßig unter die Brücke, da sind noch versteckt sozusagen alte Fundamentreste. Es gibt dort keine Bärme, die umläuft. Es war damals auch noch die Aussage, dass der Fischotter keine Art ist, die als Zielrichtung, also als Art der Wasserrahmenrichtlinie in der engeren Zielrichtung steht. Trotzdem ist es so, dass der Fischotter hier tatsächlich durchpassiert unter der Brücke. Ich habe da mal eine Kamera stehen gehabt, kommen eigentlich jede Nacht Fischotter durch die Siedlung von Preetz und marschieren dann oben, jetzt im Bild links, weiter durch die Gärten und beseitigen da die Kois aus den Teichen. Eigentlich haben sie hier schon genug Fische, aber dann
ist tatsächlich mal so ein Bereich auch entschärft worden. Nicht nur hier, sondern auch in anderen Bereichen. Das wird sogar vorhabensbezogen in vielen Bereichen sehr detailliert geplant. Man sieht hier auf der rechten Seite auf der Karte die Bautrasse der neuen A21. Die 404 wird da ausgebaut. Hier gibt es eine neue Ortsumgehung um Nettelsee herum. Die grünen Bereichen sind alles entschärfte Gewässerquerung, weitvolumig, gute Tunnel. Überall sind Querungsmöglichkeiten eingebaut. Und es ist gerade aktuell ein Fischort, der tatsächlich an einer, ja, sag ich mal, kommunalen Wirtschaftswegzuführung auf diese Umgehungsstraße überfahren worden. Also da muss man wirklich sagen, da musste ich den Feldweg gekommen sein und auf der anderen Seite auf dem Feldweg weitergehen zum Nettelsee. Ja, was soll man dazu sagen? Da können wir auch nicht helfen. Das hilft dann nichts. Dieser Bereich der, ups, des Bildes links auf der Präsentation ist genau dieser Querungsbereich hier oben. Eine Umfahrung der 404. Hier ist dieser Zwickel umgebaut. Da ist ein Trockentunnel durchgesetzt worden, damit der Fischotter mit einer starken Zäunung nicht auf diese Umgehung der aktuellen Bautrasse da kommt, sondern durch den Trockendurchlass durchgeführt wird. Hier sieht man den Kothaufen des Fischotters. Der nächste ist da vorne. Der Bereich ist offensichtlich intensiv begangen. Ich habe hier mal die braunen Kuller, überall die Markierpunkte von Fischottern in den letzten Jahren dargestellt. Die Art kommt da also trotz intensiven Bauverkehrs tatsächlich im Baustellenbereich vor. Nur hat er sich dann gerade an der Bereich abseits von irgendwelchen Gewässern überfahren lassen. Das wird es auch zukünftig geben, aber da können wir dann tatsächlich im weitesten nachher nicht mehr so sehr viel machen. Weitere Projekte, Reusenschutz. Ein Projekt hatte Hanna ja vorgestellt, dass man Reusengitter einbaut, obwohl mit dem Hintergrund, dass es durchaus auch weniger Fische in die Reuse gelangen können, hineingelangen können. Man hat dann gedacht, naja, vielleicht können wir eine Möglichkeit erschaffen, dass aus dem letzten Reusenkörper der Fischotter auch entkommen kann. Und dann wurde im Rahmen eines Tierversuchs, hier oben auf dem linken Bild sieht es mal, Fischotter tatsächlich in eine Reuse geleitet unter kontrollierten Bedingungen in Hankensbüttel. Der Fischotter wurde dann unter Wasser gefilmt, wie er in den letzten Reusenkörper eindringt und dann durch einen Klappmechanismus in der letzten Reuse entkommen kann. Das ist ein Projekt, das zusammen mit dem Verband der Binnenfischer und Teichwirte organisiert worden war, in Schleswig-Holstein zu sagen, gibt es andere Möglichkeiten, die Reuse fängig zu halten, aber Fischotter rauszulassen. Und jetzt werden die Reusen nochmal getestet, ob sie nicht noch ja, Fischotter rauslassen, sondern unter Umständen im letzten Reusenkörper auch Fische. Das will natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ein Aspekt, der aber nochmal bedeutsam war, egal wie viel Hunger die Fischotter haben, in die Reuse gehen sie nicht gern. Also man muss sie richtig reinquälen und wenn sie einmal den Ausweg gefunden haben, finden sie ihn auch sofort wieder. Also Reusen sind für die Fischotter offensichtlich, selbst wenn der Fisch drin war, etwas, wo sie nicht gerne reingehen. Weitere Projekte auch in der Forschung. Simon wird davon ja auch noch berichten. In der Zuhörerschaft ist Ralf Tiedemann, der auch die genetischen Untersuchungen macht. Banal hätte ich gedacht, anhand der Strukturen, wir finden Fischotter mehr an der Mecklenburger Grenze, das sind Mecklenburger Fischotter, wir finden welche in Flensburg und Schleswig, das sind dänische Fischotter. Auf der linken Karte sieht man mal so, dass die dänischen Fischotter durchaus hinter dem Kurhotel im Timmendorfer Strand und östlich von Hamburg überfahren worden sind und dafür ein Fischotter aus Schleswig und Nordstrand aus Mecklenburg kam. Ganz offensichtlich ist Schleswig-Holstein nicht nur ein kleines Bundesland, sondern im Sinne der Fischotter ein sehr kleines Bundesland und die Tiere marschieren offensichtlich durch. 2012 hatten wir noch keine Tiere, die Merkmale, genetische Merkmale beider Populationen, also dänischer und Mecklenburger sozusagen als F1-Tiere zeigten, sondern das waren eigentlich reinerbige Tiere aus Dänemark in Schleswig-Holstein überfahren oder aus Mecklenburg in Schleswig-Holstein überfahren, hatten noch nicht diese Vermischung. Und wir hatten damals eben auch nicht so viele Nachweise von Fischottern, Jungtieren, Familien und so weiter. Das ist erst in den letzten Jahren eigentlich stark dazu gekommen. Das muss man sagen. Die Bestandsentwicklung, Hanna hat das schon gezeigt, wirklich mal ein Erfolgsprojekt.
Rot war die letzte, also auf der linken Seite rot negative Nachweise, grün positive Nachweise der letzten Kartierung 2015, 2016. Auf der rechten Seite dann, sag ich mal, eine Karte, die ich fortschreibe, wenn ich irgendwo dienstlich unterwegs bin, gucke ich mir vorher die Fischotterkartierpunkte an und gucke die dann mal durch, was dann sozusagen an Kartierorten da ist, und dann schaue ich mal, ob ich die dann aktualisieren kann, die jeweiligen Funde. Und man sieht schon ganz, sag ich mal, ganz grob, dass durchaus die Zahl der grünen Punkte deutlich zugenommen hat. Also der Fischotter ist mittlerweile in fast allen Landesteilen, auch auf den Inseln, etabliert. Wir haben keine Standardkartierpunkte auf die Inseln gelegt, Sylt und so weiter, weil wir da nicht davon ausgegangen sind, dass die Art sich dahin verbreitet. Aber wir haben regelmäßig Nachweise von Fehmarn, vom Fischotter, und jetzt sogar Reproduktionsnachweise von Sylt. Also die Art besiedelt nicht nur den Festlandsteil, sondern auch die schleswig-holsteinischen Inseln. Artenhilfsmaßnahmen, Schutz von Fischhaltung müssen natürlich einhergehen, wenn es eine Art ist, die dann tatsächlich so häufig ist. Gerade in Winterzeiträumen oder sowas, dann marschieren durchaus Fischotter in Bereiche rein, wo sie gut und intensiv fischen können, sage ich jetzt mal. Das sind leider dann tatsächlich Helterteiche oder Ähnliches. Wir haben im Bereich der Grambeker Fischteiche auch Einzäunung finanziert, dass man die Tiere dann gegen einen Zugriff von Fischottern sichern kann. Es gibt leider auch dann Entwicklungen, dass man, ja, Grambeker Fischteiche, dass sie kein Wasser mehr kriegen, dass sich da tatsächlich im Umfeld so etwas ändert, dass viele Gewässer austrocknen und dass das auch Einflüsse auf die Fischbestände nehmen kann. Also gerade die Grambeker Fischteiche verlagen 2018 in wesentlichen Teilen trocken, 2019 war es kaum besser, 2020 ging es dann wieder, aber da war die Fischzucht schon raus. Dann geht das eben nicht mehr. Hier mal ein Beispiel, Hohenfelder Mühlenau, ehemals ein wichtiges Meerforellengewässer, Ausfluss des Sylender Sees, der ja durchaus ein Speichervolumen hat, mittlerweile also 2018 trocken oberhalb von Hohenfelde, nur noch so Meander waren mit, sag ich mal, Laub gefüllten Wasser, aber sag ich mal eher mit Stechmücken als mit Forellen besetzt, keine Forellen mehr im Gewässer. Da sieht man, dass der Fischotter natürlich auch vielleicht solche Bereiche wieder verlässt, nicht mehr vorkommt, weil es eben einfach an Fischen mangelt. Andere Bereiche, da mal so an der tabellarischen Übersicht, eine Fangstrecke 2015, der Osterau, ein damals schon dicht mit Fischottern besiedelter Bereich. Auf 100 Meter Strecke hat man immerhin 75 Bachforellen gefischt, über 450 Elritzen. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf einige Tausend bis einige Zehntausend Fische als Individuen pro Hektar. Das ist also wirklich außergewöhnlich, trotz außergewöhnlich viel Fischottern. Also da geht das nicht eins und eins zusammen. Aber man muss sagen, Fischzuchten gehen natürlich immer stärker unter Druck, muss man einfach sagen. Gerade wenn man dann Fische, produktionsreife Fische in engen Behältnissen hält, Forellenzuchten ganz, ganz besonders krass. Da muss man natürlich Sicherungsmaßnahmen machen, man muss da irgendwie hinkommen. Schleswig-Holstein, das Umweltministerium finanziert einen Otterberater. Jetzt müssen wir sehen, wie tatsächlich solche Maßnahmen sich vor Ort umsetzen lassen, helfen, damit man da den Binnenfischern und Teichwirten eben auch eine Möglichkeit lässt, mit den Arten zu leben, die dann eben dazukommen. Und tatsächlich an so einer Forellenzucht im Winter, wenn es sonst nirgendwo mehr offene Gewässer gibt, ist das natürlich, kann es katastrophal wirtschaftlich auch für den Fischer enden. Die FFH-Entwicklung insgesamt, muss man sagen, mit einem stabilen bis positiven Trend in Schleswig-Holstein, aber in vielen anderen Bereichen auch in Deutschland. Eine Art, die wahrscheinlich von der ehemals vom Aussterben bedroht, jetzt stark gefährdet, bei einer weiteren Zunahme sich nicht mehr in der roten Liste finden wird, da die Art in Schleswig-Holstein auch mittlerweile vielfach reproduziert. Muss man sagen, wir haben allein im letzten Jahr aus 5 Familien Fischotterweisen aufgesammelt. Da sind leider nicht immer alle durchgekommen, muss man sagen. Auf dem kleinen Bild sind das noch 2 Fischotter aus der Kanalisation von Eckernförde, mitten aus der Siedlung. Ganz erstaunlich, muss man sagen.
Die machen sich sehr gut, waren aber so winzig noch bei Dirk Fußmann, als sie ankamen, dass sie mittlerweile handzahm sind. Und wir müssen mal sehen, wo die denn verbleiben können. Also die Leute in Hohen brauchen noch einen weiblichen Fischotter. Da kann wahrscheinlich ein Tier hin. Und wir müssen mal gucken, wo das Männchen dazu bleibt. Aber zusammen muss man sagen, ist das ein, ja, Wasserotter Mensch als Verein ein Erfolg und die Zielart auch ein Erfolg. Das ist ja auch mal positiv, wenn man nicht immer, sage ich jetzt mal, so einen absteigenden Ast begleiten muss, eine Tierart, die tatsächlich, der es immer schlechter geht, egal wie man sich bemüht. Bei dieser Art ist es definitiv mal anders gelaufen. Ja, in diesem Sinne vielen Dank. Ja, vielen Dank, Arne, für den wieder sehr interessanten Vortrag, 20 Jahre Fischotterentwicklung. Ich würde gleich weiterreichen an Simon. Also es ist so, mit den Schadstoffen generell, Schadstoffanalysen sind sehr, sehr teuer. Das heißt, wir können da nicht immer einfach, sage ich mal, alles Mögliche testen. Da muss man sich von vornherein klar überlegen in dem Projekt, auf welchen Schadstoff oder auf welche Schadstoffgruppe schießen wir uns jetzt ein. Und es ist gerade so, dass wir mit dem Umweltbundesamt PFAS getestet haben. Das sind solche Substanzen, die zum Beispiel in Flammschutzmitteln, aber auch Beschichtungen eingesetzt werden. Da haben wir sehr hohe Werte feststellen können und dann eben auch nochmal Proben nachgesendet. Das war aber, wie gesagt, das war ein Screening-Projekt mit der Europäischen Union. Da wurden Spitzenprädatoren, unter anderem Otter, getestet. Das war eher mal so ein Schuss ins Blaue, der aber ein Volltreffer war. Das heißt, da müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Eine Arbeitsgruppe bei unserem Institut, die beschäftigt sich speziell mit Mikroplastik. Und ich habe seit Beginn der Obduktion von allen Ottern, wo es möglich war, Proben genommen. Das heißt, wir haben schon eine ganze Menge an Proben, die jetzt hoffentlich in der Projektfortführung zumindest zum Teil analysiert werden. Ich kann allerdings da nicht sagen, ob die Kolleginnen in der Lage sind, dann, sage ich mal, Partikel von Kunstrasenplätzen zu identifizieren. Aber die sind relativ fit. Die untersuchen dann diese Partikel, die sie finden, in speziellen Mikroskopen und können zumindest das Material feststellen. Die können zumindest sagen, was für eine Art von Mikroplastik das ist. Und daraus könnte man dann eventuell auch Rückschlüsse ziehen. Das würde mich mal sehr interessieren, also das, wie man vielleicht an diese Daten rankommt, um eben auch zu sagen, Leute, es geht hier nicht, dass hier schon wieder ein Kunstrasenplatz entsteht. Oder ihr müsst irgendwelche anderen Sachen einbauen, dass da nichts ins Wasser mehr kommt. Hm. Also das wäre schon, weil das wird immer mehr, das würde mich schon interessieren. Ja, also wir haben da vieles in Planung. Es ist immer natürlich auch ein bisschen die Frage, wie viel Gelder können wir akquirieren, wie viele Leute können wir begeistern für solche Fragestellungen, aber wir wollen da, wie gesagt, definitiv mehr machen und auch mehr Substanzen untersuchen, weil wir doch der Meinung sind, dass die Otter sich sehr gut dafür eignen, eben auch Schadstoffbelastungen zu untersuchen. Ja. Ja, das ist prima. Vielen Dank, Simon. Der Bedarf ist also auf jeden Fall da. Wir hätten noch Zeit für eine Frage, bevor wir in den nächsten Vortrag gehen, falls noch jemand was Dringendes hat. Ja, Kubersky, ich würde vielleicht noch mal eine Frage stellen, wenn ich darf. Sie dürfen, es geht von Ihrer Zeit ab. Ja, danke. Eine kurze Frage. Der Einblick in die Anatomie war sehr spannend. Die Erkrankung, die man bei dem Fischotter gefunden hat, häufen die sich in der letzten Zeit? Ist es ein durchschnittlicher Befund? Oder ist es eine Auswirkung der Umweltbelastung, die zunehmend auch bei den Tieren ankommt? Was ich jetzt gerade ja vorgestellt habe, waren die Ergebnisse aus den Jahren 2019 bis 2020 im Wesentlichen und dann eben noch einige Tiere aus den Jahren davor. Wie schon gesagt, das ist sehr schwer, da jetzt schon einen Trend daraus abzuleiten, weil es so ein kurzer Zeitraum ist. Und ob das mit Schadstoffen in Verbindung steht, das können wir auch nur machen, wenn wir eben dann alle Tiere, bei denen wir Erkrankungen festgestellt haben, auch auf dieselben Schadstoffgruppen untersuchen. Und es ist sehr schwer bekanntermaßen, pathologische Veränderungen in Tieren dann eben zu korrelieren mit einem bestimmten Schadstoff, weil die tendenziell so vielen Substanzen ausgesetzt sind in der Umwelt, dass man das schon sehr genau wissen muss, in welchen Organsystemen man guckt und nach welchen Veränderungen man guckt. Also das ist nicht so pauschal zu lösen. Ich hoffe, das hat das ein bisschen beantwortet. Ja, vielen Dank, Simon. Dann leite ich auch gleich weiter an Herrn Kubersky. Sie können gleich da bleiben. Herr Kubersky wird nämlich heute den Vortrag übernehmen, Europäische Wasserrahmenrichtlinie als Wegbegleiter für den Fischotter.
Herr Kuberski war, muss ich sagen, als ehemaliger Leiter der Flussgebietseinheit Schlei-Trave des Landesamts für Küstenschutz und Nationalparke für unseren Bereich verantwortlich und ist damit langjähriger Wegbegleiter des Vereins und der Wasser- und Bodenverbände bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und insbesondere, es liegt ihm am Herzen, das weiß ich, des Fischotterschutzes. Mittlerweile ist Herr Kuberski Referent in der Abteilung für Wasserwirtschaft des Umweltministeriums Schleswig-Holstein, zuständig für Abwasserfragen und jetzt kommt es doch Gewässerdurchlässigkeit nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Wir haben ihn also nicht ganz verloren und ich freue mich, dass er den Vortrag heute übernommen hat. Bitte sehr, Herr Kuberski. Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt versuchen, meinen Vortrag erstmal hier einzublenden. Ich hoffe, die Technik macht gleich mit. Ja. Ich wollte nur wissen, ob das jetzt so zu sehen ist. Ich brauche eine kurze Rückmeldung. Ja, ist zu sehen. PDF. Ja. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank erstmal für die Einladung. Natürlich hängt mein Herz an der Wasserrahmenrichtlinie immer noch ein bisschen. Wir haben ja gemeinsam mit Frau Kirschen-Schmidt und mit vielen Verbänden hier auch zahlreiche Projekte umgesetzt. Natürlich auch das Thema Fischotter öfter im Fokus gehabt und viel darüber diskutiert. Aber zunächst mal möchte ich auch den herzlichen Glückwunsch aussprechen in Richtung Wasserotter Mensch für die tolle Arbeit der letzten 20 Jahre. Und dieses Bild, was Sie sehen, soll ein bisschen synonym sein, dass der Otter selbst auch ein Statement zu 20 Jahren abgeben möchte und Ihnen für 20 Jahre aktive Arbeit recht herzlich danken. Also Glückwunsch zu den tollen Leistungen und zu den vielen, vielen Aktionen, Engagements, die in der Fläche stattgefunden haben. Und da ist sicherlich Frau Kirschnick-Schmidt vorrangig zu nennen, die das Thema Fischotter auch bei mir heimisch gemacht hat. Vielleicht das zeigt sehr deutlich die nächste Folie. Ich habe schon vom Fischotter früher mal gehört, aber zum ersten Mal habe ich mich intensiv mit dem Thema 2010 beschäftigt. Meine Kinder hatten seinerzeit Projektgruppen der 10. Klasse bilden müssen und die haben sich mit anderen Schülern dazu entschlossen, das Thema Fischotter als Projekt zu bearbeiten. Und es lag natürlich nahe, den Wasserotter-Mensch-Verein zu besuchen und wir haben seinerzeit 2010 Frau Kirschnick-Schmidt besucht und sie hat zum ersten Mal die Schüler darüber informiert, die sehr ausführlich dann auch nachgefragt haben und ich bin da sozusagen als begleitende Person dabei gewesen und habe dann auch sehr vieles zum Thema Wasserotter-Mensch erfahren und die Kinder haben sich auch sehr gefreut und Frau Kirschnick-Schmidt weiß es sicherlich noch, sie hat auch schweren Herzens, aber doch sehr herzlich ihren liebgewonnenen Fischotter ausgeliehen aus ihrem Zimmer und die Kinder durften das in der Schule bei ihrem Vortrag mitpräsentieren und die entsprechenden Reuse. Insofern hat es allen Spaß gemacht. Das war also meine erste Begegnung im Jahre 2010 mit dem Thema Fischotter und Frau Kirschen-Schmidt hat immer sehr intensiv für den Fischotter geworben. Das ist natürlich auch bei uns in der Wasserrahmenrichtlinie angekommen. Nun zum Thema heute, Wasserrahmenrichtlinie, Wegbereiter für den Fischotter. Wir haben heute schon viele Projekte gesehen, die auch Verbindung zu Wasserrahmenrichtlinie hatten, die werden auch bei mir in dem einen oder anderen Bild vorkommen. Aber zunächst stellt sich ja die Frage, was hilft dem Otter nicht? Dem Otter helfen nicht begradigte Gewässer, strukturlose Gewässer und fischarme Gewässer. Und ich habe mir erlaubt, mal ein Bild aus alten Zeiten auszusuchen. Und Sie sehen, das war sozusagen früher in den 50er, 60er Jahre das Bild eines Gewässerausbaus. Leider findet man ab und zu mal auch noch rechts so ein Bild in der heutigen Zeit, aber zunehmend verschwindend. Und was tut dem Otter gut? Otter braucht große wassergebundene Lebensräume. Er braucht Fließgewässer, er braucht Talauen und er braucht auch Seen. Wenn man sich genau
nochmal den Lebensraum des Fischotters anschaut, so braucht der Fischotter ökologisch intakte Lebensräume. Das heißt strukturreiche Gewässer mit Flachwasserzonen. Es freuen auch kleine Halbinseln, wo der Otter seine Beute verzehren kann. Er braucht Gehölze am Gewässer, wo er Deckung findet. Unterspülte Ufer, wo er Schutz findet. Auf alle Fälle braucht er Talauen mit natürlicher Ausprägung, intakte und klare Seen und ein reichhaltiges Nahrungsangebot, zum Beispiel Fische. Das Thema Fische haben wir heute schon gehört. Das heißt, wenn man sich die Wünsche des Fischotters anschaut, so passen die sehr gut zu den Zielen der Wasserrammiche. Um nicht zu sagen, beides sind gleich. Das heißt, der Otter wünscht sich einen guten ökologischen Zustand und gleichzeitig saubere und gute Gewässer, also auch einen guten chemischen Zustand. Also korrelieren die Wünsche mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie. Lassen Sie mich zunächst mal nochmal eine Karte aus der Wasserrahmenrichtlinie zeigen. Unsere sogenannten Vorranggewässer. Wir haben ca. 6000 Kilometer wasserrammische Gewässer, also reduziertes Gewässernetz, über das wir berichten, und ca. 1200 Kilometer Vorranggewässer. Und das sind die Gewässer, wo wir glauben, in Schleswig-Holstein am schnellsten den guten ökologischen Zustand zu erreichen. Ich hoffe, Sie sehen meinen Cursor. Und wir sind ja in diesem Raum Schwartau-Schwentine. Und Sie sehen ja, hier ist die Trave, hier ist die Schwartau und die Schwentine. Und hier fokussieren sich ja unsere Vorranggewässer. Und ich konnte wunderbar auch auf Ihren Karten sehen, hier auch besonders grüne Flecken vorgetragen von den verschiedenen Vorkommen der Otter. Insofern decken sich unsere Vorranggewässer auch mit den Wanderkorridoren des Fischotters sehr gut und passen gut zueinander. Vielleicht zwei, drei Worte zum aktuellen Stand der Wasserrahmenrichtlinie. Die Wasserrahmenrichtlinie befindet sich zurzeit in der Anhörung. Es ist der dritte Bewirtschaftungsplan und die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, bis zum 22. Juni 2021 entsprechende Stellungnahmen abzugeben. Dort ist der Bewirtschaftungsplan ausgelegt, das Maßnahmenprogramm und der Umweltbericht. Und wenn man die ganzen Maßnahmen zusammenfasst, ein bisschen auf die Ziele fokussiert, so lässt sich das um ein paar Zahlen zusammenfassen. Bedeutet, dass um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, wären folgende Grundmaßnahmen in Schleswig-Holstein erforderlich. Wir müssen die P-Einträge und die Oberflächengewässer reduzieren, insbesondere in die Seen, ungefähr 270 Tonnen Phosphor. Dann müssen wir uns noch um 800 Kilometer Gewässer kümmern, das heißt noch ganze Menge Arbeit, aber auch neue Kinderstuben und Refugien für den Fischotter. Und wir müssen gut 1200, 1300 Bauwerke durchgängig gestalten, der Kategorie 1 bis 3. Das sind nicht alle, aber das sind die wichtigsten Bauwerke, die wir in der Zukunft noch weitermachen. Also ein sehr gefülltes Programm. Wenn man sich den Zustand unserer Oberflächengewässer nochmal genauer anguckt, das ist eine Zusammenfassung für Fließgewässer, Übergangsgewässer, Seen- und Küstengewässer. Ich verweile nur bei den Fließgewässern. Und Sie sehen, bei den Fließgewässern haben wir ungefähr 600 Wasserkörper, sehr wenig grüne Bereiche, das ist der gute Zustand, und sehr viele mäßige Bereiche. Dahinter verbergen sich auch die erheblich veränderte Wasserkörper, nicht nur die natürlichen Wasserkörper. Also es liegt eine ganze Menge vor uns. Und bei den Seen haben wir etwas mehr an Wasserkörper, die sich im guten Zustand befinden. Das sind teilweise künstliche Seen, aber aus den natürlichen, meine ich, ist nur einer, und das ist der Selenter See. Ansonsten haben wir auch noch einiges zu tun in Zukunft bei den Seen. Nun ein paar Beispiele. Es wurden schon heute viele Beispiele genannt. Viele kennen Gewässerausbaumaßnahmen. Ich will nicht alle Ausbaumaßnahmen vorstellen, die ich so in Ostholstein gestaltet habe, auch außerhalb der Flussgebietseinheit Schleitave erlebt habe. Aber nur ein paar Beispiele. Fließgewässergestaltung einer Steino in dem lauburgischen Bereich. Da sieht zwar alles immer ein bisschen wild aus, wenn man die Strukturen verändert, man meandert
Schleifen einbaut, aber wenn das Ganze sich ein bisschen begrünt und das Bild links unten zeigt, es doch tolle Strukturen. Auch eine Maßnahme an der Bille auf der rechten Seite mit verschiedenen Strukturen, Totholzverbau. Ich denke, wenn der Otter da reingeht, fühlt er sich garantiert wohl. Dann gibt es auch verschiedenartige kleine und große Maßnahmen mit Kiesdepots, leichtem Verbau zur Sicherung der Ufer oder der Mäandrierung, damit sozusagen ein Mäandrierungsanfang fürs Gewässer sich entwickeln kann und eine Hoffnung, dass es irgendwann sich selbst dynamisch entwickelt und auch eine gewisse Stabilität erreicht, wie an der Roten Mühlen, auch bei Heidmühlen, das ist im Segeberger Bereich. Aber wir kümmern uns auch um Uferrandstreifen, Stichwort Allianz für den Gewässerschutz. Insofern gemeinsam mit dem Landesverband der Wasser- und Bodenverbände in zahlreiche Uferrandstreifen erworben, um am Gewässer Maßnahmen zu entwickeln oder das Gewässer vor Einträgen zu schützen. Dann hatten wir das Thema Durchgängigkeit heute schon gehabt. Durchgängig in Preetz wurde schon heute nochmal dargestellt. Es freut mich, dass der Otter da unten durchgeht, weil wir die Diskussion hatten, dass er einfach die lichte Weite des Brückenprofils nutzt und kein Hindernis darstellt, um dort darunter zu wandern. Insofern war ein sehr interessantes, anspruchsvolles Projekt. Dann vielleicht noch ein anderes Projekt, Herne Schwentine, Neumühle. Hier hatten wir den alten Verlauf der Schwentine und in diesem Bereich ist das Umgehungsgerände. Ich denke, es ist sehr gut geworden, sehr gut entwickelt. Und wir hatten ja auch gesagt heute, der Fischbestand ist sehr wichtig für den Fischotter. Insofern bemühen wir uns auch, dass der Fischbestand im Gewässer sich weiterentwickeln kann. Gefahrenpunkte für den Fischotter haben wir heute schon zahlreich gehört. Die Straßenquerung, auf der rechten Seite so ein Schild. Ich muss zugeben, ich habe früher dieses Schild gar nicht so beachtet, aber seitdem ich mit dem Fischotter mich intensiver beschäftigt habe, ist dieses Schild mir wirklich aufgefallen und mir auch dieses Schild in der Bedeutung klar geworden. Das heißt, wir bemühen uns auch, dass der Fischotter gefahrenlos unter Bauwerken durchwandern kann. Ein schönes Beispiel haben wir schon auch von Frau Kerschling-Schmidt gehört, ist an der Engelau oder bei Engelau, südlich von Lütjenburg. Es ist ein gemeinsames Projekt der Wasserrammiche, des Straßenbaus und Wasserotter Mensch. Ich glaube, eine Sielmann-Stiftung hat da entsprechende Mittel auch gegeben. Ich meine, wir hatten die Kosten von 120.000 Euro zu Drittel Land, Straßenbau und Wasserotter Mensch geteilt. Und es freut mich, dass der Fischotter das angenommen hat. Insofern ist das ein Beispiel, ein gemeinsames Projekt vieler Beteiligter. Ein weiteres Projekt fand ich auch sehr interessant, des Wasser- und Bodenverbandes oder des Deich- und Sielverbandes Ranzau. Sie werden das sicherlich kennen, dass man dort einen Steg angelegt hat. Die Ranzau wird ja auch naturnah umgestaltet, von Seiten des Landes finanziert. Insofern macht es auch Sinn, dort Verbindungsachsen für den Fischotter mit zu errichten und auch Stege anzulegen. Ja, und dann ganz wichtiger Aspekt ist die Auenentwicklung. Wir haben zurzeit ein großes Projekt an der Schwartau, im Unterlauf der Schwartau laufen, bei Bad Schwartau zwischen Hoppersdorf und Bad Schwartau, circa 4 Kilometer langes Projekt, wo wir versuchen, die Gewässersohle anzuheben und das Gewässer mehr dynamisch sich entwickeln zu lassen, also Raum für Überflutung zu geben. Und wenn man sich das Plakat anschaut, so weiß man ganz genau, wer dort zukünftig wohnen will. Da unten ist so ein kleines, nettes Tierchen abgebildet. Wenn man das vergrößert, ist es der Fischotter. Das ist ein klares Zeichen, der Fischotter soll hier heimisch werden und eine klare auch Verbindung zwischen Wasserrammisch und Fischotter und ökologisch intakte Bereiche. Und so sieht das sah es zumindest Sonntag aus, beim Spaziergang, wo man die Böschungen abgeflacht hat. Hier in der Nähe war auch ein Teich, der wurde beseitigt, sodass das Gewässer sich auch linksseitig in Fließrichtung entwickeln kann. Totholz wurde eingebaut. Ein weiteres Bild fand ich sehr interessant. Ich habe mir die Strukturen angeguckt und wo der Fischotter dann auch verschiedene Strömungsarten hat, sicherlich auch verschiedene Refugien für verschiedenartige Fischen oberhalb Gehölze, wo der Otter die Möglichkeit hat, unter
kommen kann, runterkommen kann. Und dann ist mir dieser Stein aufgefallen. Und dann bin ich mal näher angegangen und habe ich so Lösungen gefunden. Ich bin jetzt kein Otter-Experte. Es würde mich freuen, wenn das Lösungen vom Fischotter sind. Jedenfalls waren die Lösungen, die hier auch abgebildet sind, da waren irgendwelche Gräten, irgendwelche Tiere, ob das ein Krebs war oder ein anderes Tier zumindest, wurde da ein Tier verspeist und dann die Reste dort auf dem Stein abgelagert. Ja, zum Schluss nochmal das Thema Seen. Seen ist ja auch ein großes Refugium für den Fischotter, gerade in der holsteinischen Schweiz. Und wir haben viele, viele Maßnahmen durchgeführt, um die Seen untereinander durchgängig zu gestalten, damit man sozusagen von A nach B aus Sicht der Fische kommen kann. Natürlich, der Otter kann da auch von A nach B rüberwandern. Wenn man sich die Belastung der Seen anguckt, so haben wir in Schleswig-Holstein das Problem, dass wir hohe P-Frachten in den Seen haben und auch unzureichende Seesichttiefen. Und wenn man sich das Diagramm anguckt, dann sehen wir auch, dass der hellgrüne Anteil spricht für sehr viele diffusen Einträge. Die machen 62% aus. Das heißt, wir müssen sehr viel in der Fläche noch tun, um diese diffuse Einträge in die Seen zu minimieren. Wir haben nicht nur diffuse Einträge, wir haben auch Probleme mit der inneren Düngung in den Seen durch sogenannte Periklösung. Und wir haben auch an vielen Seen einen massiven Schilfrückgang zu verzeichnen. Ursachen sind vielschichtig, Eutrophierung, es kann auch Beschattung oder auch Fraß sein. Dazu vielleicht zwei Maßnahmen. Ein Beispiel ist der Behlendorfer See. Dort wurde Bentophos eingebracht, ein lanthanhaltiges Bentonit, also sieht aus wie so Feinsand oder so bindiger Boden. Der wurde im See eingebracht. Sie sehen ein Bild auf der rechten Seite, um den Phosphor zu binden. Das ist auch sehr gut gelungen, sodass die Sichttiefen sich wesentlich verbessert haben. Vorher musste der See abgefischt werden, weil zu viele Weißfische dort sich befanden. Das hätte sicherlich den Otter nicht gefreut. Aber wir wollen ja eine Population haben, die einer natürlichen Population entspricht. Es werden auch viele Anpflanzungen, oder einige Anpflanzungen an Seen vorgenommen, weil die Anpflanzungen entwickeln sich trotz der P-Minimierung nicht so, wie sie sein sollen. Das heißt, man versucht, die Anpflanzung vorzunehmen, das durch in Körbe zu setzen, um diese Anpflanzung zu schützen, damit sie sich entsprechend entwickeln können. Ein weiteres Bild, Beispiel Wittensee. Dort ist ein Gewässer, das hohe P-Frachten in den Wittensee liefert. Und dort wurde ein Retentionsbecken, also Rückhaltebecken, angelegt, um die Frachten in den See zu minimieren. Das muss jetzt etwas genauer beobachtet, wie erfolgreich diese Maßnahme war und ob die Bemessung des Retentionsbeckens hinreichend war. Aber wir gehen da erstmal sehr optimistisch an. Erste Zeilen sind durchaus optimistisch. Diese ganzen Maßnahmen sind jetzt nur ein bisschen im Schnelllauf dargestellt. Vielleicht zum Schluss nochmal, was kostet uns das Ganze aus Sicht der EU-Wasserrahmenrichtlinie? Sie sehen auf der linken Seite die Millionenangaben, auf der rechten Seite die Jahre, Beginn 2010. Und es ist erkennbar, dass die Förderung der EU-Maßnahmen stetig jährlich ansteigen, gerade auch in diesem Jahr 2021. Und wir haben für 2022 bis 2027 gehen wir von einem Durchschnitt von knapp 12 Millionen Euro Investitionskosten aus. Das heißt, Geld ist zurzeit für die Wasserrahmenrichtlinie vorhanden und wir hoffen, dass wir viele Projekte noch gemeinsam auch mit dem Wasser- und Bodenverband unter Berücksichtigung auch des Fischotters durchzuführen. Denn das Thema Fischotter ist eigentlich, kann ich sagen, auch bei der Wasserrahmenrichtlinie, bei den Durchlässen und Brücken angekommen. Immer diskutieren wir die Frage, ist jetzt hier eine Querung für den Otter notwendig und wenn ja, in welcher Form? Über die Kosten teilt man sich nachher später. Ja, das ist sozusagen im Schnelldurchlauf. Wenn ich die Frage jetzt zusammenfassen sollte, EU-Wasserrahmenrichtlinie auch als Wegbereiter für den Fischotter. Der Fischotter gibt da selbst die Antwort, auch deshalb,
weil die Wasserrahmenrichtlinie bedient ja auch noch viele andere Tiere und Fische, aber unter anderem auch die Otter. Denn wenn die Wasserrahmenrichtlinie ihre gute Arbeit vollbracht hat, freut sich dann auch der Otter. Insofern bedanke ich mich für den Vortrag und tschüss. Vielen Dank, Herr Kubeski. Das war wieder sehr anschaulich und nett und interessant. Dankeschön für Ihren Vortrag. Ich würde jetzt gleich in die große Diskussionsrunde übergehen. Herr Kubeski, wenn Sie Ihren Vortrag schließen, dann haben wir alle... Mach ich das. Alle Dankeschön. Dann haben wir alle nämlich in der Nebenansicht. Jetzt habe ich nämlich auch einen Überblick, wer was sagen möchte. Vorher vielleicht noch die Frage an Kollegin Bettina, ob im Chat was dabei war, was wir noch diskutieren müssen. Nein, da kam jetzt im Moment keine Frage. Gut, prima. Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, wahlweise Ihre digitale oder analoge Hand zu heben. Und ich hoffe, ich sehe alle. Ich sehe auf jeden Fall schon gleich Jens Barsfeld mit der ersten Frage. Bitte, Jens. Ja, vielen Dank. Herr Kubeski, ich finde, Sie haben sehr gut und nachvollziehbar dargestellt, wie eng die Belange des Fischotters mit dem Belang der Wasserrahmenrichtlinie und in der Folge auch dem Belang der Landwirtschaft verknüpft sind. Diesbezüglich noch eine Verständnisfrage. Sie haben von einem Einsparvolumen von 270 Tonnen Phosphor bzw. Phosphat gesprochen. War das bezogen aufs Jahr oder in der Gesamtheit der Frachten? Das bezieht sich immer auf die Jahresbilanz. Das ist die Jahresrechnung, die Modellierung sind das, die hochgerechnet worden sind. Es gibt auch Modellierung von Nord- und Ostsee. Die Zahl beläuft sich bei 5000 Tonnen, um den Nord- und Ostsee zu schützen, und das ist für Fließgewässer, also Oberflächengewässer einschließlich der Seen. Okay, danke. Ja, bitte. Nun, vielleicht nur zu verstehen, das heißt Einsparung, wenn Sie eine Fläche jetzt kaufen, dann spart die quasi, der Austrag wird ja jährlich eingespart aus der Fläche. Und man kann, je nachdem, wie lange die Fläche sozusagen dann extensiv bearbeitet, desto mehr summiert sich ja auch der Austrag. Insofern kann man das ja nur jährlich angeben und nicht über die x Jahre. Deshalb sind das immer jährliche Angaben. Ja, prima. Ich sehe eine Handhebung aus Preetz. Jan Birk, bitte sehr. Ja, ich habe folgende Frage. Diese Querungshilfen, dienen die jetzt allein der Vermeidung von Verlusten? Oder, also dann verstehe ich, dass man das bei Straßen macht, oder hilft das auch dem Otter überhaupt bei der Wanderung? Würde man das also auch bei Feldwegen machen, wo man nicht mit Verlusten rechnen muss, wenn der eben nicht durch das Rohr, sondern oben drüber geht? Und dazu noch die Frage, was kostet denn so eine Pressung wie die in Bösdorf? Danke. Ja, soll ich da drauf mal antworten? Mach das, Anna. Dankeschön. Gott, jetzt habe ich die Frage vergessen. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, Bösdorf, das ist ja einige Jahre her, Henrik hat das bestimmt auch parat, das war damals relativ günstig. Ich glaube, 30.000 Euro oder so haben wir damals bezahlt. Ja, Henrik nickt. Also das war aber, muss man sagen, ist nicht zu vergleichen mit den heutigen Preisen, dass wir heute wesentlich teurer. Und die Frage, wir kriegen oft auch Fragen, ob es Sinn macht, eine Otterquerung da zu bauen. Ich muss ganz klar sagen, also für einen Fischotter, wenn das ein wenig befahrener Weg ist, ich meine, es ist ja doch eine hohe Investition, dann ist es nicht nötig. Also erstmal, wenn er dann aussteigt und oben rüber geht, ist er ja nicht gefährdet. Wichtig ist es wirklich an vielbefahrenen Straßen, und weil er da eben dann gefährdet ist, wenn er oben rüber geht. Und nicht nur der Fischotter, auch eben alle anderen Lebewesen, die Straße queren wollen. Und man muss auch sagen, auch der Mensch, für den Menschen ist das eine Schutzmaßnahme, denn viele Unfälle werden ja durch Wildunfall oder sind Wildunfälle. Und je weniger Autofahrer mit Wildtieren kollidieren, desto besser auch für den Menschen. Also profitieren alle davon. Ja, vielen Dank, Hanna. Gibt es weitere Fragen oder auch Anmerkungen? Ich schaue auch ein bisschen in den Wasserottermensch-Vorstand noch weiter rein. Henrik, Sabine.
Gut, Henrik. Ja, ich hätte noch mal eine Frage an Simon, und zwar, er hat ja auch gesagt, die Nahrungszusammensetzung ist untersucht worden, hat auch ganz kurz eine Grete gezeigt oder die Hand eines Frosches oder einer Kröte. Kann man das noch mehr spezifizieren, wie die Nahrungsanteile insgesamt sind, und sind vielleicht auch regionale Unterschiede bei der Nahrungszusammensetzung festgestellt worden, oder ist das nicht so detailliert untersucht worden? Also auf jeden Fall kann man das noch genauer spezifizieren. Ich habe das ja jetzt nur gerade so als Einblick, sage ich mal, vorgestellt. Also man kann schon natürlich die Art im Idealfall bestimmen. Anhand des Meta-Barcodings haben wir ein Primer designt. Also das ist jetzt so ein bisschen abgespaced vielleicht. Wir haben also alle Beutefischarten in dem ersten Ansatz, die in Schleswig-Holstein vorkommen, heimisch, invasiv, Zuchtfisch, also auch sowas wie Goldfisch, in diesen Primer eingespeist. Man muss sich das so vorstellen, wir schicken dann quasi ein kleines Stück von dieser Fischotterlosung an diesem Primer vorbei, und der sagt uns genau, das und das war da drin. Das heißt, da können wir schon ziemlich genau sagen, okay, die Art. Und wir versuchen das im Weiteren jetzt noch auszubauen. Wir wollen dasselbe noch für Amphibien machen, dann gerne auch noch für Säuger, Vögel und Mollusken, weil wir auch diese Tierarten eben finden. Aber das steht dann erstmal auf der Prio-Liste bis weiter hinten. Das bearbeite ich, wie gesagt, nicht persönlich. Das ist ein komplettes eigenes Projekt. Das ist auch höllisch kompliziert. Da kommen die Ergebnisse aber dann auch hoffentlich. Also wir werden da auf jeden Fall noch was zu rausbringen. Ja, wir sind sehr gespannt, Simon. Die nächste Wortmeldung war von Jens Basfeld. Genau. Wenn wir die Themen Querungsbauwerke und sowas diskutieren, das sind ja immer sehr spezifische Themenfragestellung. Mich würde interessieren, was wäre denn so das Instrumentarium, um diese ganze diffuse Problematik, wie Herr Kuberski sie aufgezeigt hat, gut anzugehen? Wäre da so der Klassiker eigentlich auch eine Flurbereinigung, oder wären da andere Instrumente noch besser geeignet? Das ist die Frage letzten Endes an die gesamte Runde. Ja, wer möchte? Von meiner Seite aus, das Thema diffus ist natürlich schwer zu greifen. Wir haben aber große Hoffnung, dass die neue Düngeverordnung einen wesentlichen Beitrag dazu leistet. Und diese Berechnung, die wir auch früher angestellt haben in der Vergangenheit, sagen auch, dass wir sehr viele an Tonnen P dadurch minimieren können, aber nicht nur P, sondern vor allem auch Stickstoff minimieren können. Der zweite Aspekt, den wir sehr intensiv betreiben, Frau Kirschenfried kennt das sicherlich, Allianz für den Gewässerschutz, Uferrandstreifen. Da fließen, ich glaube, in den letzten 2 Jahren waren es 4 Millionen, die da geflossen sind. Und wir haben das Ganze ja auch ausgedehnt auf die Vorranggewässer, auf die gesamten Einzugsgebiete der Vorranggewässer, um dort auch entsprechende Streifen zu erwerben. Ziel ist ja, mindestens 10 Meter zu erwerben, damit es auch effektiv ist. Und das sind 2 wesentliche Punkte, die wir verfolgen. Die Streifen gelten ja nicht nur für Gewässer, sondern auch für den Seenschutz kann man auch um den See herum entsprechende Streifen erwerben. Und so tasten wir uns an diese Thematik ran. Zweitens oder drittens noch, es gibt ja auch noch die Gewässerschutzberatung oder Grundwasserschutzberatung, wo auch Seen mit eingebunden sind. Das heißt, die Landwirte werden ja auch beraten, was die Düngung betrifft, was die Nährstoffbilanz betrifft. Und es gibt ja auch gesetzliche Vorgaben für Hangneigung, wo man bestimmte Maßnahmen der Bewirtschaftung ab bestimmten Hangneigungen nicht zukünftig durchführen kann oder darf. Ja, vielen Dank, Herr Kuberski. Gibt es noch Ergänzungen zu der Frage? Gut. Dann habe ich die erste digitale Hand. Herr Behrens, bitte, Sie sind dran. Ja, ich hätte mal die Frage, es war ja von einem Bericht von den 2 Jungtieren, die per Hand aufgezogen worden sind. Und das männliche Jungtier ist ja wohl, so wie ich das verstanden habe, wieder schwer auszuwildern. Und könnte man da denn nicht irgendwie versuchen, irgendwie über einen Zoo oder ähnlichen Sachen da ranzugehen, um die dann da vielleicht noch irgendwie zu verkaufen, dass man da noch zumindest ein bisschen Geld in die Kasse spült? Eine Frage für Anne Drees wahrscheinlich.
Ja, grundsätzlich verbietet dieses Washingtoner Artenschutzübereinkommen eigentlich den Handel mit dieser Tierart, insbesondere wenn das Naturentnahmen sind. Die FFH-Richtlinie geht in die gleiche Richtung. Und man muss leider sagen, der Einzige, der ernsthaft finanzielle Aufwendung damit hatte, war Dirk Fußbahn. Sonst ist eigentlich keiner auf irgendwie Geld hängen geblieben. Ja, also ich glaube nicht, dass die Kosten, die man durch den Verkauf generieren würde, ist ernsthaft die Aufwendungen wieder reinspült, die man vorgetrieben hat, um das Tier am Leben zu erhalten und so groß zu ziehen. Also das sollte keine Rolle spielen, sage ich jetzt mal. Das Tier wird entweder ausgewildert oder geht tatsächlich in die Gefangenschaftshaltung, dann irgendeines Wildtierparks für das Arterhaltungszuchtprogramm wieder rein. Denn leider ist es tatsächlich so, dass in vielen Tierparks, weil es keine Wildentnahmen gegeben haben, dass so Geschwisterverpaarungen sind, die dann weitergehalten werden. Das sollte ja auch nicht unbedingt passieren. Also das Tier wird schon irgendwo untergebracht werden. Das Multimar-Watt-Forum würde gerne ein anderes Geschwisterpärchen übernehmen aus Hankensbüttel. Also da können die dann nicht landen. Aber wir versuchen ja keine Gefangenschaftstiere zu erzeugen. Das ist nun mal in diesem Fall leider falsch abgebogen. Die waren auch wirklich winzig, die waren auch blind, als wir sie eingesammelt haben. Also kann man nichts machen. Alles klar, Dankeschön. Ja, vielen Dank, Anne. Herr Tiedemann, Sie haben die Hand gehoben. Ja, eine Frage und ein Kommentar. Ja, danke für die interessanten Präsentationen. Ich bin Ralf Tiedemann, Uni Potsdam, erst seit ein paar Monaten an Bord sozusagen als Genetiker in dem Projekt von Herrn Rohner. Ich habe ausgehend von dem, was Arne Dreef sagte mit dieser Besiedlung von Norden und von Süden, das sah ja so aus, als wenn die sich dann irgendwann vermischen. Unsere ersten Daten deuten darauf hin, dass die sich nicht so vermischen und dass irgendwie der Nordostseekanal, warum immer, eine gewisse Grenze darstellt. Jetzt renne ich vielleicht offene Türen ein, zu sagen, das ist uns sowieso klar, aber ich wollte einfach das mal in die Runde werfen. Es sieht so aus, als wenn die nördlich vom Nordostseekanal genetisch anders sind, natürlich nicht zu 100%, aber schon in der Tendenz als die südlich. Eigentlich würde ich sagen, beim Fischotter, der schwimmt da einfach rüber, aber ja, so sieht es im Moment aus. Vielleicht kann das jemand kommentieren oder vielleicht ist das auch altbekannt, wenn wir seit Ewigkeiten mitarbeiten. Ich weiß es nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Also ich kartiere am Nordostseekanal entlang, weil da nicht so viele Leute gerne hinwollen. Und wenn man rechts und links Fischotter findet und die Wildschweine rüberschwimmen, dann würde man als Letztes erwarten, dass ein Fischotter das nicht hinkriegt. Insbesondere, wenn er nach Fehmarn rüberschwimmt. Also würde ich eigentlich eher nicht erwarten, dass es da irgendwelche Barrieren gibt. Also natürlich nimmt jede Tierart und je weiter die Besiedlung voranschreitet, umso eher würde man einfach erwarten, dass Tiere dann auch, sage ich jetzt mal, wie Amseln irgendwelche Parkwege als Grenze einfach wahrnehmen und dann ist da eben Schluss und man geht da nicht rüber, wenn da drüben so viele sind. Das tut man dann einfach nicht. Das kann es auch sein, nicht? Dass von beiden Seiten welche gekommen sind und schlicht und einfach, da gehe ich nicht rüber, da sind ja schon welche, einfach auf der anderen Seite bleiben. Aber als Gegenbeispiel, ein Kollege von mir arbeitet an Luchsen und ein Luchs aus dem Elsass und der gilt als absolut wasserscheu, ist mehrfach durch den Rhein geschwommen. Also dann würde ich es am ehesten auch beim Fischotter erwarten, dass er sowas tut. Ja, aber vielleicht denke ich da falsch. Ja, vielen Dank, Anne. Ich gucke hier parallel in den Chat. Wir haben eine Frage von Petra Spiekermann. Ich lese sie mal vor. Kann das Thema Fischotterquerung auch in die Landesbauordnung mit aufgenommen werden? Wer fühlt sich bemüht in der Landesbauordnung? Ja, ich bin gerade tief eingestiegen in andere sinnvolle Sachen der Landesbauordnung. Gerade auch Jan Birk wird es bestätigen aus der Stadt Preetz. Wenn man an sinnvolle Sachen wie Klimaschutz und sonstige Sachen denkt, auch die verbieten sich ganz häufig, in die Landesbauordnung hineingespielt zu werden, weil Baurecht zielt im Wesentlichen auf Schutz des Bodens ab. Das heißt, den Boden vor Versiegelung, den Boden vor Vergiftung, vor Grundwasserstandsabsenkung und Ähnlichem. Und alles, was sozusagen dann in diesem Kontext spiegelt, das bedient sich an dem Schutzgut Boden. Und da ist der Fischotter natürlich sehr weit weg hinsichtlich seiner Verbundfunktion. Das sind Aspekte, die aus der FFH-Richtlinie direkt auch so benannt sind. Also tatsächlich die Herstellung eines sogenannten kohärenten Netzwerks. Da haben wir eine Verpflichtung aus der FFH-Richtlinie, hat auch der Straßenbaulastträger eine Verpflichtung nach dem Motto, ich darf die Straße weiter betreiben, aber wenn ich an der aktiv werde, dann muss ich neue Standards auch mit rübertragen. Das ist eigentlich schon geregelt. Das wird gerne nur überlesen, sage ich jetzt mal. Ja, vielen Dank.
Wir haben von Sabine noch. Sabine, willst du deine Frage selber stellen oder soll ich die nochmal vorlesen? Gut, ich lese sie vor. Die letzte rote Liste wurde 2014 erstellt. Wann wird sie neu bewertet? Ja, Zielgröße bei uns im Amt ist, dass so alle 10, 12 Jahre die roten Listen überarbeitet werden, tatsächlich, weil dann hat man auch eine Zeitreihe, die einigermaßen plausibel sitzt. Bei einigen Arten, wie bei den Fischen, die ja so zwischen Wasserwirtschaft und Naturschutz irgendwie hängen, wir sollen die roten Liste machen, die Wasserwirtschaft behandelt die Fische. Da hängen wir sozusagen zwischen Baum und Borke, da kommen wir irgendwie nicht so recht weiter. Insbesondere, weil ich mich da auch nicht so richtig reinschwingen mag, so datenbankaffin bin ich dann doch nicht. Aber die Säugetierrote Liste würde dann erst wieder anstehen 2024, 2025, irgendwann in diesem Korridor. Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen, Diskussionspunkte? Herr Kuberski. Da ich ja nicht so ein Spezialist für Fischotter bin, aber Fischotter haben ja große Reviere. Können Sie mir sagen, wie groß die Reviere sind? Und wenn ich jetzt die Schwartau betrachte, wie viele würden da mehrere Familienverbände leben? Oder ich habe mal gelesen von 40 Kilometer Reviere. Was ist, wenn wir sehr viele Fischotter haben? Vertreiben die sich oder sind in der Lage, Reviere zu teilen? Wie ist es bei einem Fischotter? Tja, die Art gilt so ein bisschen als non-countable. Also man kann sie ja am Freiland nicht erfassen. Dass wir am ehesten Ralf Tiedemann, der über genetische oder Simon, die über genetische Anforderungen tatsächlich sagen können, wie viele Tiere markieren denn daran? Und dann ist das tatsächlich etwas so, und da geht das eher in Bereiche rein von Sabine Schwarten oder Fischteichen im Umfeld. Wie viel Nahrung gibt es im Umfeld? Dann ist die Schwartau vielleicht eine Bezugsgröße, an der so ein Monitoring läuft. Wenn das aber wie an einigen dänischen Auen, sage ich jetzt mal, alle 3, 4, 5 Kilometer am Gewässer tatsächlich eine Forellenzucht ist, die nicht abgesichert ist, dann können teilweise an jeder Forellenzucht im Umfeld ein Fischotter leben. Und das wäre niemals möglich an der Struktur des Gewässers, das zu erwarten. In Dänemark hat man tatsächlich in Strukturen, wo, sag mal, die Eutropher sind, viele Weißfische oder sowas drin sind und gute Gewässerfunktionen sind, tatsächlich wenige Kilometer pro Tier tatsächlich festgestellt. Gerade wenn dann altarme, weitere Teichwirtschaften, Seen oder sowas im Hintergrund liegen. Ne? Mhm. Ja, Herr Tiedemann dazu? Ja, vielleicht dazu, ja, wenn das tatsächlich von Interesse ist. Also im Moment ist es ja so, wir arbeiten mit den Totfunden und da liegt es ja leider in der Natur der Sache, dass man jedes Tier nur einmal auf den Tisch kriegt, weil es halt eben tot ist. Aber wenn sowas von Interesse ist und wenn Leute sowieso unterwegs sind und Losung finden, dann wäre es natürlich möglich, diese Losung zu sammeln und aus der Losung per DNA festzustellen, welchem Tier sie zuzuordnen ist. Und da könnte man natürlich, wenn man das regelmäßig macht in einem Gebiet, wo das von Interesse ist, sowas herausfinden. Also ich werfe es nur in die Runde, wenn sowas von Interesse ist, aber dann müsste das entsprechende Sammeln der Losung eben geschehen oder vielleicht geschieht das schon. Na, dazu vielleicht Hanna direkt? Ja, müsste die Losung dazu nicht total frisch sein? So war das früher, dafür muss man ganz frische Losung sammeln, hatte ich mal gehört. Ist das nicht mehr so? Das reicht 24 Stunden, also 24 Stunden alte Losung. Wenn man dann den Ort sauber räumt, sage ich jetzt mal, und 24 Stunden später hinkommt, dann sollte es noch ausreichen. So haben die Hamburger auf jeden Fall untersucht. Dann kommt es natürlich immer darauf an, ob man im Sommer dann die Untersuchung startet oder dann irgendwie eher im Winter, wenn es insgesamt kühler ist. Mhm. Aber das sollte nicht älter als 24 Stunden sein. Und die Hamburger haben solche Untersuchungen gemacht und da haben sie vergleichsweise kleinräumige Reviere an der Alster gehabt von Fischottern. Bis in die Stadt hinein, also in Alster, in Hamburg. Ja, wobei, wenn ich da einen Satz noch sagen darf, also das ist ja nicht digital im Sinne, die ersten 24 Stunden geht's und dann auf Schlag funktioniert es nicht mehr, sondern das nimmt halt mit dem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit ab. Also man kann auch eine ältere Losung nochmal versuchen, aber die Wahrscheinlichkeit wird dann halt irgendwann geringer, dass es klappt. Das heißt, wir müssten eine optimierte Lieferkette für Otterlosungen aufbauen.
Naja, das müsste gar nicht unbedingt geliefert werden. Also wenn man zum Beispiel einfach die Leute, die da umherstreifen, wenn die kleine Ethanolröhrchen hätten und das einfach reintun, dann kann es ja beliebig gelagert werden. Es ist einfach eine Frage, dass man vorbereitet ist, ne? Das entsprechend zu lagern. Und Ethanol, also unvergällter Ethanol, im Zweifelsfall auch mild vergällter, kriegt man ja. Okay, also das heißt innerhalb von 24 Stunden finden als Ergebnis, in Ethanol packen und dann hört die Zeituhr auf zu ticken, dann können wir das in Ruhe zu Ihnen bringen. Genau so ist es. Und man müsste natürlich dann GPS-Daten nehmen. Und dann hat man alles, was man braucht. Gut, da denk mal auf jeden Fall mal drüber nach. Mhm. Das ist ein neues Projekt, Hanna. Henrik dazu? Ja, man hat das gleich ja mal gemacht in den Nossentin der Schwinzerheide, in den Naturpark, und hat dort unter einem Brückenbauwerk dann in einer Nacht bis zu 16 verschiedene Otter nachweisen können. Man hat das auch dort gemacht, dass man das also alle über einen Bewegungsmelder beziehungsweise eine Wildkamera mit entsprechendem Sender, so wie also gesehen wurde, dass ein Kothaufen abgesetzt wurde, ist er gleich eingesammelt worden, um eben möglichst frischen Kot zu haben. Sowas kann man hier natürlich auch mal machen, wenn man die entsprechende Stelle hat. Also eine Stelle kenne ich im Plön Stadtschwentine am kleinen Bootshafen. Da sind also Kothaufen, die sind so groß wie zwei Fäuste. Und da liegt immer frischer Kot. Also egal ob Sommer oder Winter, selbst im Sommer ist also viel los, im Winter natürlich noch mehr. Aber es kostet halt Geld. Ne? Und ich weiß nicht, wie interessant es ist. Das sind eben auch so Hauptwanderwege. Ansonsten, was wir damals ja alle mal gelernt haben, ist ja, dass so ein Fischotterrevier bis zu 20 Kilometer Bachlauf groß sein kann. Ne? Das ist eben abhängig von der Nahrungsverfügbarkeit. Ja, aber klingt nach einem interessanten neuen Projekt, über das wir dann zu unserem 30-jährigen Vereinsjubiläum berichten können. Sabine, du hattest die Hand noch gemeldet. Also bezüglich des Besatzes von Fischottern in Teichwirtschaften, das fängt bei 2 Ottern an und das Stärkste, was nachgewiesen wurde, war am Elbe-Lübeck-Kanal in der Karpfenteichwirtschaft mit 16 Ottern in einem Betrieb. Gut, ich schaue nochmal in die Runde, ob es noch, wir müssen langsam zu Ende kommen, aber ob es noch eine Frage gibt weiterhin. Dem ist erstmal nicht so. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die interessante Diskussion und ich freue mich, dass sie jetzt auch auf digitalem Wege gut in die Gänge gekommen ist. Ich denke, wenn ich mit Kollegin Bettina anschaue, es ist Zeit für einen kleinen Werbeblock. Auch wir müssen natürlich unser Online-Seminar refinanzieren, indem wir auf die zukünftigen 3 Seminare hinweisen, die wir in diesem Jahr noch planen. Falls es Sie also interessiert, wir planen gemeinsam wieder in dem gleichen Format für den September ein Seminar zum Thema Mikroplastik in Seen, für den Oktober ein Seminar zum Thema Möglichkeiten des Nährstoffrückhaltes und im November gleich im Anschluss ein Seminar zum Thema Biodiversität und Klimawandel in Seen. Also wenn Sie Interesse haben, sagen Sie gerne Bescheid, dass wir keinen vergessen in der Einladungsverteilung. Das ist also das, was wir für die nächste Zeit planen. Es ist Zeit, mich bei Ihnen, bei den Referenten, sehr herzlich zu bedanken für diese sehr interessanten Vorträge und vielen Dank auch an alle Helfer und Unterstützer des Fischotters, aber auch des Vereines. Bettina, wie schaut es mit dir aus? Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Ich fand die Vorträge wirklich sehr interessant. Fischerotter ist ja nicht so unser Kerngebiet, aber ja, ist auf jeden Fall ein ganz toller Einblick gewesen. Und ich hoffe, es hat Ihnen allen Spaß gemacht, hier zuzuhören. Und diejenigen, die es angegeben oder angeklickt hatten, die informieren wir über die weiteren Termine per E-Mail. Und dann würden wir uns freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank nach Radolfzell. In diesem Sinne entlasse ich Sie in einen, zumindest in Schleswig-Holstein, und Bettina sagt es vorhin von Radolfzell auch, in einen schönen Juniabend mit schönem Wetter. Genießen Sie die frische Luft dann draußen nach unserer Online-Veranstaltung. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihre Glückwünsche und begleiten Sie uns und auch den Fischotter gerne weiterhin. Vielen Dank. Danke und tschüss. Wiederschauen. Wiederschauen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.